Hallo. Hello everyone. Guten Morgen aus Saalbach. Wir sind hier ein bisschen. iPhone, hält doch. Was ist los? Wenn ihr in Saalbach seid, kann ich euch Fuchs und Gretel empfehlen. Das ist ein geiles Bed and Breakfast. Ich fühle mich da sehr wohl, du auch, oder? Also nach dem kleinen Jog geht's jetzt los. Wir machen ein chilliges Wochenende in Saalbach und wir fahren jetzt miteinander auf die Ferry Line, weil die ist nämlich relativ neu in Saalbach. Die bin ich noch nie gefahren. Das heißt, es gibt jetzt so einen unverfälschten, echten ersten Eindruck. Muss man zuerst mal da durch die Fußgängerzone durch. Dingsen. Zugedutzt da. Also Ferienzeit in Saalbach ist eine Katastrophe. So, der erste X-Line-Teil ist schon entspannt eigentlich. So ein bisschen Hackelberg-mäßig. Rollen wir chillig durch, dann lernst du es kennen. So, starten müssen wir. Auf der X-Line. Oh, es sind noch viele Bremswellen. Die bin ich schon nicht mehr gefahren. Das ist schon 5 oder 6 Jahre her, dass ich die noch mal gefahren bin. Und ich bin ja nie ganz gefahren, sondern nur immer bis zu dem Zirkellift zum Hackelberg-Trail rüber. Boah, das für Bremswellen. Boah, ist das eklig. Komm, das machen wir jetzt einfach gemütlich, zirken wir das durch, komm. Ja. Bist du ready? Okay, reißt schon Arsch nach hinten. Ja, gut. The Drop. Schule ist noch ein Track, das ist sehr gut. Ah. Die Hose noch mehr kaputt machen, jawohl. Oh, der Wind ist schon da. Das ist jetzt ein Teil von der X-Line. Wenn man mich überhaupt versteht, weil es zu wenig ist, dann bin ich noch nie gefahren. Heil, um auf die Ferryline zu kommen, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, muss man natürlich das erste Stück X-Line fahren. Was aber jetzt eigentlich für keiner ein großes Problem sein sollte. Hier teilt sich jetzt auf. Rechts Ferryline, links X-Line. Letzte Ferryline. Es geht los mit Holz. Das gefällt der Julia immer gar nicht, das weiß ich, aber da müssen wir jetzt durch. Ich habe schon Angst gehabt, dass dir das nicht gefällt, wie hier dem Holz. Das ist jetzt die Ferryline. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich. Jo! Ein Bergauf-Table. Jetzt wieder Potenzial zum Abrutschen und Handbrechen. Oh! Crankflip rübergekackt. Oh no! Was ist da los? Die Ferryline besteht eigentlich zum Großteil aus so kleinen Tables. Geht mit dem Enduro ein bisschen besser zum Fahren. Das ist ein bisschen anstrengend. Ah, Sprünge. Aber wohin? Na ja. Ah. Cool. Das ist schon schön. Boah, jetzt wird es ein bisschen arg waldig. Oh, das kickt sehr nach vorne, das ist eklig. Schauen wir mal.
Es ist eigentlich ziemlich so lässig, chillig, weil es sind immer lauter so kleine Kicker, wo man so hier so ein bisschen so reinschirmen kann. Also ist, glaube ich, so für Anfänger übel geil, weil du kannst halt immer so ein bisschen rumspielen, ohne dass es halt wirklich gefährlich ist, weil es groß ist. Aber trotzdem, ein Abgang wäre nicht empfehlenswert und heute achten wir auch wirklich darauf, dass das nicht passiert. Nicht so wie in Kitzbühel damals. Also mit dem Enduro, glaube ich, macht es mehr Spaß. Sagen wir es einfach mal so. Kann man auch ein paar Tricks machen. Die Sprünge sind echt klein. Da wären wir ein bisschen steiniger. Durchschlag. Die Kritik gleich vorne weg mal oder in der Mitte, dass die Bremswellen echt keinen Spaß machen. Ja, aber es ist halt jetzt gerade Hauptsaison und Ferienzeit. Normal sind wir hier um die Zeit ja eher selten unterwegs. Ne? Aber das Jahr geht es nicht anders. Jetzt müssen wir anscheinend X-Line fahren, weil die Ferry-Line schon vorbei ist oder unterbrochen ist, keine Ahnung. Ah ja, ja gut. Das war jetzt natürlich von da nach da sehr ereignisreich nochmal. Hier ist ein Wanderweg und hier ist der Lift. Also hier könnte man dann wieder hochfahren. Und könnte dann somit zum Beispiel die Abfahrt beim Hackelberg oder mit dem Bergstarter-Trail kombinieren. Oder man fährt die X-Line natürlich einfach komplett zu Ende. So, vom ersten Eindruck her, die Line macht schon Spaß, würde ich sagen. Ist eher für Anfänger, ein paar kleine Sprünge, ist relativ flowig. Eine Abwechslung an dem Berg, wo eigentlich nur raffe Strecken sind, ist ganz cool. Ich würde euch aber empfehlen, nehmt das Enduro mit. Mit dem Downhill habe ich mich echt schwer da, hat man vielleicht gesehen, ich habe es kaum geschnauft. Und es ist mit dem Downhill einfach schwierig, den Speed zu halten. Also mit dem Enduro kommt man auf jeden Fall besser durch. So, das war's von dem Video. Ich hoffe, es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Kanal abonnieren, liken, Kommentar schreiben und so weiter. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Da geht es dann wieder mal an den Geistkopf.